jetzt den Refrain gerne noch mit euch zusammen gesungen. Ich weiß nicht, ob die Technik das kann. Vielleicht nochmal, ja, ja, ich will zu spielen, damit ich das mit der Familie singen kann. Ja, jetzt könnt ihr das ganze Lied nochmal, ich sag nichts. Liebe Nation, ich will zum Standesamt, denn ich liebe diese Frau, sie hat mein Herz entflammt. Sie tut meiner Seele gut, sie ist meiner Ebbe Flut, sie ist alles. Gut, dass du den Text kannst. Ich will das Aufgebot. Liebe Grüße an Peter Blatte, der ist am Samstag 50 geworden. Davon hab ich lang geträumt, er ist alles. So, und jetzt will ich aber alle hören, die ganzen Träumer. Ja, ja, ich will. Nicht erst morgen, sondern jetzt. Und ich will, ich werde, ich brauche, ich will, ich kann, ja, ja. Ich mag deine Haare. Für uns den Glockenklang. Ganz egal, ob Frau, ob Mann. Und ich will, ich werde, ich brauche, ich gehe, ich kann. Zum Start. Stundenlang feiern lassen. Aber ich bin da, um einen Mann zu ehren, einen Politiker. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal einen Politiker ehren würde. Der Politiker an sich ist ja doch eine sehr merkwürdige Spezies. Aber der heute zu... Oh, Claudia Roth ist da. Fetter Applaus für Claudia Roth. Ich hätte direkt mitehren können, naja. So, der heute zu ehrende Politiker ist eben... Ja genau, jetzt erstmal der Applaus für dich, liebe Claudia, komm. Genau, da ist die Kamera, da ist Claudia Roth. Wink in die Kamera, Schatz. So, seid ihr lieb. Der heute zu ehrende Politiker ist eben nicht nur Politiker. Er ist ein Idealist und ein Kämpfer und er ist schwul. Und die Ehrung, die ich heute vornehmen darf, ist die Übergabe eines Preises. Dieser Preis ist vom Kölner Lesben- und Schwulentag ins Leben gerufen worden. Und bislang wurden erst zwei Personen mit diesem Preis bedacht. Die eine bin ich. Vielen Dank. Und der andere ist Dirk Bach. So, und Dicky kann leider heute Abend nicht persönlich anwesend sein. Der ist mit David Bowie auf dem George Michael Konzert. Aber ich stehe noch. Zum Glück stehe ich noch und ich bin froh und dankbar, dass ich mich heute Abend persönlich bei diesem Politiker bedanken kann. Genau wie Dicky und ich und hunderte andere LGBTI-Aktivistinnen und Aktivisten. Der Applaus gilt euch allen jetzt. Für die volle Gleichberechtigung unserer Community gekämpft. Seit 23 Jahren als Abgeordneter im Parlament. Für die Grünen. Dieser Politiker war für mich immer der wichtigste Grund, die Grünen zu wählen.
Dieser Abgeordnete der Grünen nahm jetzt seinen Abschied aus dem Parlament und hat einen letzten großen Coup gelandet. Ich blättere um. Auf dem letzten Parteitag der Grünen vor 3 Wochen hat er durchgesetzt, dass die Ehe für alle zu einer absoluten Bedingung für eine mögliche Koalition erklärt würde. Daraufhin dachte der FDP-Chef Lindner, dufte Idee, das machen wir auch. Die SPD dachte, Himmel hilf, wollten wir das nicht auch immer schon? Und sang dann aus vollem Halse, da sind wir dabei, das ist prima, prima, keine Homophobia. Ja. So, pass auf, jetzt gehört. Da saß Mutti Merkel in der Wahlkampfpatsche und kam holter die Polter bei einem Plausch mit ihrer Postille Brigitte mit einer sehr putzigen Geschichte um die Ecke. Sie wäre doch tatsächlich bei 2 Lesben gewesen. Diese Lesben hätten 8 Pflegekinder gehabt. Und diese Kinder hätten auf sie überraschenderweise einen ganz normalen Eindruck gemacht. So, wie ihr könntet also jetzt eine Gewissensentscheidung zum Thema geben. Stunden später kam die Forderung der SPD, Freitag vor der Woche im Bundestag zu entscheiden. Ja, und dann hat unser Abgeordnete seine allerletzte flammende Parlamentsrede gehalten. Und dann haben sogar 75 Abgeordnete der Union dafür gestimmt. Daraufhin gab es Konfettiregen und die letzte Rüge von Bundestagspräsident Lammert. Gestern hat der Bundesrat als letzten Entscheid vor der Sommerpause grünes Licht gegeben. Natürlich haben Lindner und die NRW-FDP wegen Laschet den Schwanz eingekniffen. Aber jetzt ist sie da, vor dem Gesetz, die Gleichberechtigung für uns. Nach einem langen, langen Weg, gepflastert mit Diskriminierung und Nichtakzeptanz, einen Sieg errungen. Wir sind alle Heldinnen und Helden. Aber unter den Politikern ist er mein größter Held. Die Klustnadel 2017 geht an Volker Beck. Hallo Köln. Liebe Freundinnen und Freunde. Moment, dann ist die Nadel. Vielleicht kann ich kurz sagen, dass der Dicky und ich noch eine Statue bekommen haben, aber... Ne, das Geld ist knapp und das ist aber eine schöne Nadel. Die Klostnadel 2017! Oh. Und das ist der Konfetti-Regen ohne Rüge. Weil wir sind nämlich auf dem Christopher Street Day, Cologne Pride. Ja, vielen Dank, lieber Klust. Vielen Dank. Liebe Lesben und Schwulen, ohne euch wäre der Sieg von Freitag vor einer Woche so nicht möglich gewesen.
Deshalb danke, dass ihr dafür auf die Straßen gegangen seid. Danke dem LSVD, der schon vor 27 Jahren angefangen hat, dafür zu kämpfen. Vor 25 Jahren mit der Aktion Standesamt. Und wir sagen, wir gehen nie wieder dahinter zurück. Wir sind Menschen mit gleicher Würde und gleichen Rechten. Wir haben so lange dafür gekämpft und ich habe gemerkt, viele von euch aus der ganzen Republik, die in den letzten zwei Wochen mir Mails geschickt haben, SMS, WhatsApp-Nachrichten, Facebook und Twitter auf allen Kanälen. Es geht weit mehr als um die Frage eines Paragraphens im Familienrecht. Es geht darum, dass die Epoche der Toleranz vorüber ist und jetzt das Zeitalter der Akzeptanz für uns beginnt. Und wenn in diesen Zeiten wieder Trixi von Storch oder Herr Seehofer meinen, sie könnten unsere Menschenwürde angreifen, wenn CDU-Abgeordnete unsere Beziehungen und Partnerschaften mit sodomitischen Verhältnissen oder mit Ehen mit Hunden und Bürostühlen vergleichen, dann sagen wir euch, wir sind selbstbewusst. Wir wissen, was wir uns wert sind und wir sind froh, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger das auch so sieht. Wir sind dankbar, dass wir in der Freiheit unserer Gesellschaft diesen Sieg errungen haben. Aber diese Dankbarkeit ist uns auch Verpflichtung. Verpflichtung für die Menschenrechte von Lesben, Schwulen und Transmenschen weltweit einzutreten. In 70 Ländern werden wir noch verfolgt. Gestern war in Hamburg der G20-Gipfel, wo einige der Verfolgerstaaten gegenwärtig waren. Wir geben der Bundesregierung keine Ruhe, wovor sie sich nicht massiver für unsere verfolgten Brüder und Schwestern im globalen Süden und Osteuropa einsetzt. Und für uns geht jetzt eine Geschichte der staatlichen Verfolgung und Diskriminierung zu Ende. Aber wir haben aus jahrhundertelanger Verfolgung, Kriminalisierung und Diskriminierung auch gelernt. Wir werden als Gay-Community solidarisch sein, wenn andere Gruppen angegriffen werden, seien es Juden, seien es Roma und Sinti, seien es Migranten und Flüchtlinge. Wer die Menschenwürde anderer angreift, der muss auf diese Menschen hier alle rechnen, dass sie sich ihm entgegenstellen. Und das werden wir in den nächsten Wochen auch zeigen. Es ist ein Tag zur Freude. Es ist ein Tag, der ihn auch ein bisschen demütig und wehmütig macht, weil viele Menschen an unserer Seite, die in den letzten Jahrzehnten gekämpft haben, sind auch nicht mehr unter uns. Auch an die wollen wir denken, wie an meinen verstorbenen Lebenspartner Jacques und all die anderen, die mit uns gemeinsam gekämpft haben. Der Kampf hat sich am Ende gelohnt und es ist auch euer Sieg. So, deshalb lasst uns gemeinsam feiern. Lasst uns morgen unser Selbstbewusstsein bei der Parade zeigen und lasst uns weiter uns einmischen für gleiche Rechte, gleiche Würde für alle Menschen. Vielen Dank, es ist wunderbar, in Köln zu sein. Meine Damen und Herren, für euch ist mit Schwingerrede Volker Beck, Heller von Sinn.
und die Mädels und die Jungs vom Schlussvorstand. Hier falle ich auf die Knie. Sie ist alles, was ich will. Hört sich so, Welt. Gut gesprochen, Scholper. Ich will nicht länger noch. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich schon mich ergebe. Ihr macht das Zeug. Ist alles, was noch, ich will. Noch ein bisschen haben sie. Guck mal, die vielen schönen Herzen. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, hier kommt Wind, das ist eine Windmaschine.